Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, bei mir zu Hause. Ich habe ein Wichtel hier stehen, weil am Sonntag haben wir ja den ersten Advent. Und klar, das wünsche ich euch natürlich, eine schöne beginnende Adventzeit und nicht so viel Stress, wie ich im Moment habe. Meine Energien, die sind so heftig und so kräftig. Ja, irgendwie hat mein PC oder mein Laptop ist mit mir gerade nicht so. Der stürzt dauernd ab, also keine Ahnung. Deswegen, ich wünsche euch auf jeden Fall am kommenden ersten Advent eine wunderschöne, harmonische und stressfreie Zeit. Ich weiß ja, bin ja selber Einzelhändlerin gewesen. Ja, was jetzt auch auf die Verkäuferinnen zukommt. Also die brauchen jetzt Nerven aus Drahtseide. Ja. So, aber jetzt geht's hier los. Wir machen die Dezemberlegung. Halleluja. Ja, und für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Birgit und ich bin ein Medium der geistigen Welt. Ja, und mein Ritual, das wisst ihr, das lasse ich mir nicht nehmen. Danke, danke, danke. Danke für euer Feedback und es ist doch, ja, der helle Wahn. Ja, wir machen die Dezemberlegung und dann gibt es nochmal die Liebeslegungen und noch ein Video dann für den, schon dann für den Januar. Mann, oh Mann, dann sind wir durch. 2017, wo ist es geblieben? Aber so geht es eben ganz, ganz viel. Dieses Jahr ist wirklich verflogen. Ja, aber wir lassen uns nicht beirren und gucken, was uns jetzt der Dezember so bringt. Ja, schauen wir mal rein. Die erste Woche. Die zweite. Da ist es schon. Also ich kriege hier gerade die Botschaft, lasst euch nicht verunsichern. Also irgendwas kommt da offensichtlich und ihr sollt euch nicht verunsichern lassen. Da wird wieder mehr, ich sag mal, Drama inszeniert, als es tatsächlich ist. Also lasst euch nicht verunsichern. So, dann gucken wir mal die dritte Woche. Und die vierte Woche. Aber die Energien sind im Moment schon sehr heftig. So. Und was die geistige Welt uns noch so mit auf den Weg geben möchte. Sonne scheint hier. Das ist so schön. Aber die Sonne im Herzen haben wir ja eh. So, wir decken auf und ihr wisst es ja. Meine treuen Zuschauer wissen es. Ich decke immer zum Schluss auf. Ich bereite nie was vor. Ich lasse mich einfach von der geistigen Welt führen und ich zeige mich. Also bei mir seht ihr jetzt nicht nur so den Rücken, wenn überhaupt, oder nur die Hände. Ich zeige mich, ich stehe zu dem, was ich sage. Und das ist eben, ja, authentisch sein. Ne? Nicht verstecken, sondern sich zeigen. So, meine Lieben, wir legen los. Also, in der ersten Woche klar, dass da letztendlich das Geld liegt, ist ja auch irgendwo normal. Einmal natürlich Fortuna, die Glückskarte. Die einen oder anderen, die bekommen ja noch ihr Weihnachtsgeld. Andere bekommen das vielleicht in einer anderen Form. Aber hier liegt eben das Geld, ganz klar. Und die Familie. Dann gleichzeitig auch der Stern, das Tal der Tränen geht vorbei. Also ich bin da wirklich der Meinung, dass wir noch
in dieser heftigen Energie wirklich noch ein, zwei Wochen drin bleiben, aber dass sich dann wirklich das Ganze beruhigt in dem Sinne, dass man selber mehr in die Achtsamkeit geht. Und das ist hier so ganz klar, dieses Tal der Tränen. Ne? Es wird mit Sicherheit, weil, ne, das kam ja eben ganz klar, dass im Dezember bestimmt eben noch das ein oder andere ist oder dass da auch Ängste geschürt werden und sonst was. Aber bleibt dem Motto treu, dieses ins Außen gehen, rausgehen, wir lassen uns das Leben nicht nehmen. Das war immer so von Geier Sturzflug, früher mein Lieblingslied. Den Spaß am Leben lasse ich mir nicht nehmen. Das ist einfach wunderbar und das ist so ein Lebensmotto, so, wow, ja, nach vorne gehen und weiter geht's. Und natürlich auch für die ein oder andere Petition einstehen und unterschreiben, die Tiere achten. Das gehört alles dazu. Ne? Und das ist einfach sehr, sehr wichtig. So, und hier geht es eben in der ersten Woche geht's um die Gelder. Da geht es hier um dieses Teil der Tränen, was vorbei ist und gleichzeitig die Familie. Gleichzeitig geht es natürlich auch darum, dass man wirklich auch den einen oder anderen bedenkt, der eben alleine ist oder dass man eben an Obdachlose denkt, denen eine warme Decke zu geben oder wirklich mal ein Essen zu spendieren. Ihr müsst da kein Geld geben, das wäre vielleicht auch der falsche Weg, je nachdem, was da für eine Sucht auch dahinter steht. Aber ein Essen, ein Brötchen oder so, gibt's einfach aus dem Herzen heraus. Ihr bekommt es ja von einer anderen Stelle wieder. Also bedenkt da auch bitte. Aber seid natürlich bitte achtsam vor diesen ganzen Betrügern, die dann auch um diese Zeit immer unterwegs sind. Hört da auf eure Intuition. Ne? Wenn ihr ein ungutes Gefühl habt, zieht euch aus den Situationen raus und ne? Also da ein bisschen aufpassen. Aber in der ersten Woche ganz klar, da geht es eben um die Gelder, da geht es auch um Gefühl, um zu fühlen. Das hat ja auch immer wieder damit etwas zu tun. Und eben dieses Teil der Tränen ist vorbei. Für diejenigen, die umziehen oder einen neuen Job haben, ist dann natürlich auch ne, das Teil der Tränen vorbei. Also hier ist wirklich so eine Motivation und so ein Auftrieb nach vorne. Hier geht es auch als Botschaft um Seminare und Lehrgänge. Das heißt wirklich, wenn ihr jetzt zum Beispiel in der Arbeitslosigkeit feststeckt, dann guckt und schaut, dass ihr Seminare bekommt oder Lehrgänge bekommt, dass ihr euer Wissen, was ihr schon habt, dass ihr das vertiefen könnt oder eben andere Seminare, dass ihr gecoacht werdet, Bildungscheck. Schöpft bitte diese Möglichkeiten auch aus und jetzt ist da auch die Zeit für, dass man das auf den Weg bringt. Also ganz, ganz wichtig. Ja? In der zweiten Woche, da liegt die tiefe Kommunikation und auch Grenzen setzen. Grenzen setzen ist ja das, was ich eben gesagt habe, wenn da im Außen, in den Medien oder sonst was so ein Drama so hochgespielt wird, so extrem hochgespielt wird, setzt da eure Grenzen. Das ist ganz wichtig für euch. Hört auf euch, recherchiert für euch. Das ist ganz wichtig, weil hier ist das Thema auch eben loslassen. Das heißt, in dieser Woche geht es darum, die Grenzen zu ziehen, Grenzen zu setzen. Hier liegt aber auch der Sieg und der Sieg in der Kommunikation. Für diejenigen, die eben noch zum Beispiel Gerichtsverhandlungen oder sowas haben, da liegt hier der Sieg drauf, ja, die Gerechtigkeit. Und hier loslassen, das hat damit etwas zu tun, alte Geschichten wirklich loszulassen. Und nicht immer so alles wieder hochholen und ausbuddeln, das tut einem auch nicht gut. Und das hat auch eben was mit der Achtsamkeit zu tun. Und hier
geht's wirklich darum, Grenzen zu setzen, Grenzen zu ziehen. Und lasst auch nicht mit euch machen, was so die anderen wollen, sondern stellt euch auf, zeigt euch. Und das hat auch etwas damit zu tun, mit diesen Grenzen zu setzen. Auch ganz, ganz wichtig. Also im Dezember, ich spüre das schon, also von der Energie eben auch, da geht es wirklich darum, um die Kommunikation, um die tiefe Kommunikation, aber auch die Grenzen zu setzen und mich auch abzugrenzen, also mich auch rauszunehmen, rauszuziehen. Das ist wichtig. Und dieses Loslassen, eben nicht die Kamellen von vor 100 Jahren wieder, ne, aufs Butterbrot, dieses Rauslassen, Loslassen. Wenn man so Anekdötchen erzählt oder eben seine Erfahrungen, da wirklich in einer Neutralität bleiben. Also das ist im Dezember ganz, ganz wichtig und ich spüre das eben auch von der Energie her, dass vieles, vieles Altes geht und eben das Neue wirklich so an die Türe klopft und auch neue Energien, andere Energien, und das ist wichtig. Also umgebt euch da wirklich mit positiv gestimmten Menschen. Und bedenkt aber wirklich auch an den einen oder anderen, der vielleicht in einer Situation drin ist, wo er wirklich nichts für kann, wo ihr dann helfen könnt. Ja, also darum geht's wirklich. Wahnsinn, also der Dezember ist so, der ist so von der Schwingung her, das, was ich wahrnehme, so auf der einen Seite so Aufbruch, wuff, aber auf der anderen Seite noch so ein bisschen Angst davor haben, vor diesem Neuen, was kommt da, ne? Gut, kann man ja nachvollziehen. Wenn man nicht so hundertprozentig weiß, was kommt auf einen zu, hat man immer ein bisschen Sorge. Das ist ja auch, wenn man einen neuen Job anfängt, ne? Ganz klar. Oder eben Verträge dann unterschreibt. Das ist ganz klar. Da hat man natürlich immer ein bisschen Angst, so, passt der neue Job wirklich oder die neue Wohnung oder wie auch immer. Ne? Dieses Ungewisse, ja. Aber da wirklich Altes, Vergangenes loslassen. Und da kann ich euch immer wieder nur ans Herz legen. Wenn ihr ein bestimmtes Thema habt, geht da rein, schreibt es euch von der Seele, verbrennt es, weg damit. Es hat nichts mehr bei euch zu suchen. Wichtig ist, dass man dann dieser Situation, dieser Lebenserfahrung ganz neutral wirklich gegenüberstehen kann. Das ist hier schon mal ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, dann hier streichen, klären, beseitigen. Ist aber auch irgendwie, mir kam jetzt irgendwie schon so, viele organisieren ja oft dann im Januar, renovieren und etwas verändern, etwas Neues. Das kam mir jetzt komischerweise direkt zu dem Streichen. Aber hier geht es jetzt um bestimmte alte Lebensmuster, die man verinnerlicht hat, wirklich gehen zu lassen. Und ihr seht, wie es hier eben wieder passt. Zum Beispiel, wenn ihr ein Seminar besuchen möchtet, ein Seminar von wegen, wo stehe ich gerade mit meiner Medialität, mit meiner Spiritualität, und da kann ich eben drüber lernen, wie geht loslassen. Loslassen ist ein 3-Schritte-Programm, das dauert eine Zeit. Ihr könnt nicht von jetzt auf gleich loslassen. Und wenn einer zu euch sagt, lass es los, dann sagt zu demjenigen, ja, okay, wie geht das? Es dauert eine Zeit und das sind 3 wichtige Schritte, wo wir dann nachher erst eben das wieder verinnerlichen, das Positive. Das ist wichtig. Und hier geht es wirklich darum, streichen und um klären, beseitigen, um alte Energien, alte Gedanken, alte Glaubenssätze nochmal, dass das wirklich alles dann auch im alten Jahr bleibt, ne, damit man frohen Mutes in das neue Jahr gehen kann. Dauert ja nicht mehr wirklich lange. Ja, und in der Woche geht es hier auch wirklich darum, in der Mitte zu bleiben, über auch sich Gedanken zu machen über die Medialität, über seine eigene
Spiritualität, weil ihr wisst, jeder ist spirituell. Es ist egal wer, jeder. Der eine lebt, der andere lebt es eben nicht. Ist ja auch alles gar kein Thema. Wenn sich der eine, der es überhaupt nicht lebt, sagt, oh, habe ich nichts mit einer Mütze, will ich nicht und sonst was. Ja, vielleicht schafft das noch in dieser Inkarnation, ansonsten in der nächsten. Ist doch in Ordnung. Die wirklich, die Letzten werden mal die Ersten sein. Und da muss man auch einfach die Menschen gehen lassen, ihren Weg. Und das ist eben wichtig, nicht missionieren. Weil hier ist auch nochmal so eine spirituelle Phase, wo es eben auch nochmal um die Schwingung geht, um die Anhebung geht. Und da muss man wirklich gucken, in der Mitte bleiben, Achtsamkeit auf sich lenken. Hier geht es aber auch gleichzeitig darum, wenn ihr so einen Geistesblitz habt, von wegen mit einer Selbstständigkeit oder eine tolle Idee habt, bleibt da dran, schreibt es euch auf, verfeinert es. Ja? Oder eben für die, die selbstständig sind, keine Ängste zu haben. Ja? Also da ist auch immer der Gegensatz drin. So hier nochmal dieses Streichen, Klären, Beseitigen, alte Verletzungen loslassen, gehen lassen. Und ihr seht, es vermischt sich ja. Da geht ja das eine in das andere immer wieder über. Man kann nicht so sagen, buff, das ist bis zum 5. Dezember, das ist bis zum 9. oder wie auch immer. Die Astrologen können da bestimmte Konstellationen besser erarbeiten, aber auch da kommt es ja immer auf dein eigenes Horoskop an. Ne? Nicht dieses Globale. Es kommt ja da wirklich auf dein eigenes an. Du hast ja in bestimmten Häusern dann deine Konstellation, du hast bestimmte Themen und. Deswegen, hier geht es wirklich darum, alte Verletzungen gehen zu lassen, loszulassen, sich zu reinigen, Chakrenreinigung und das ist da ganz wichtig. Und hier diese eigene Empathie, diese eigene, dieses eigene Fühlen wieder anzunehmen. Sei dankbar darüber. Ja, nicht festhalten, alte Verletzungen, sondern wirklich nach vorne gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das heißt, in der dritten Woche geht es wirklich da, sich selber auch zu erkennen und sich selber wirklich auch in seiner Spiritualität, Medialität anzunehmen. Ganz, ganz wichtig. Also ganz viel hier auch wirklich manifestieren, positiv, aus dem Herzen heraus. Das ist wichtig. In der vierten Woche geht es wirklich dann darum, ist auch schön hier singen und tanzen. Das ist immer gut. Tanzen ist sowieso immer gut. Es befreit, ne? Jeder sollte da wirklich so etwas für sich. Der eine trommelt gerne, der eine singt wirklich gerne, der nächste geht gerne schwimmen oder eben tanzen, meditieren, Yoga und. Das ist so wichtig für euch selber, um eben auch immer wieder euch zu befreien und Energien aufzutanken. Hier in der Woche geht es eben auch wirklich darum, auch wieder alte Strukturen zu verlassen. Und da liegt der Turm. Da kommt auch vieles zum Ende. Zum Ende heißt, da kann vielleicht auch wirklich der ein oder andere befristete Vertrag auslaufen. Da kann vielleicht auch eine Kündigung für eine Wohnung oder wie auch immer ins Haus flattern, weil das Haus wird dann verkauft oder anderweitig oder. Also hier geht es um den Absprung. Der Absprung sagt aber auch gleichzeitig hierdurch, durch die Botschaft, in diese Leichtigkeit zu gehen. Manchmal wird man wirklich gezwungen, in diesen Weg zu gehen, damit man endlich in sein Glück kommt. Das ist wichtig. Also dann nicht so Vogel-Strauß-Politik, ne, Kopf in den Sand, sondern direkt in die Lösung gehen. Und hier wirklich auch sagen, mein Gott, vielleicht bin ich da auch einem Phantom, einer Fata Morgana hinterhergelaufen. Zum Beispiel, weil ich gewartet habe auf eine Zusage genau für den Job, auf die Zusage genau für die Wohnung oder wie auch immer. Wir könnten ja jetzt 100.000 Beispiele hier anführen. Aber hier geht es darum,
auch den Mut zu haben, zu springen, den Mut zu haben, Nein zu sagen und zu sagen, okay, wenn das eine jetzt hier zu Ende geht, auch eine Selbstständigkeit zu beenden, wenn das zu Ende geht, dann kommt etwas Neues, dann gibt es da eine Lösung. Weil hier der Magier sagt wirklich, mit allen Facetten der Kunst arbeiten, das heißt wirklich im Außen rumzuhören, wer was weiß, wenn es jetzt um Job geht oder wie auch immer, oder Wohnung oder weil er ein Haus kaufen wollt. Also da wirklich, hier geht es darum, diesen Mut zu haben, diesen Mut für euch einzugestehen und diesen Mut auch zu haben, endlich diese Idee, die ihr vielleicht auch schon länger wolltet, auf den Weg zu bringen. Also da ist eine super Zeit für da. Und hier war ja eben schon, ne, dieses, habt ihr eine tolle Idee oder so, bringt's auf den Weg. Und hier geht's darüber, habt diesen Mut dazu. Und gleichzeitig auch hier die Medialität, die Spiritualität. Wenn jetzt einer einen Kartenlegekurs machen möchte, da haben wir es ja schon wieder, Seminare. Oder wenn er eine Weiterbildung nochmal machen möchte, hab bitte den Mut dazu. Ganz, ganz wichtig hier. Ja? Also ganz klar, der Magier sagt, ich kann mit allen Facetten der Kunst arbeiten. Hier hab diesen Mut, wirklich diesen Sprung zu wagen in das Neue. Und hier hört eben auf, einer Fata Morgana oder einem Phantom hinterherzulaufen. Das ist wirklich wichtig. Und das hier hat dann eben etwas damit zu tun, ne, was ich eben gesagt habe, steht zu euch selber. Und das hier heißt ja, kommt in eure Energie, steht zu euch selber und habt wirklich diesen Mut, etwas Neues zu beginnen. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig, weil hier die Karte sagt auch noch, drück dein innerstes Wesen aus und wecke alle deine Sinne. Ich kann die Karte weiter weghalten, dann kann ich auch besser lesen, obwohl ich habe die Brille ja hier liegen. Aber durch die magische Kraft, durch diese Bewegung, durch die Musik, durch dieses Innehalten, weil ihr seid dann in dem Moment im Hier und Jetzt, ne? Es gibt ja viele Möglichkeiten, die Energie aufzutanken. Und das ist wichtig, weil dadurch setzt man Kräfte frei, man kommt in so eine Kreativität hinein und dann sprudelt es auf einmal mit Ideen. Wir müssen uns nicht immer so furchtbar anstrengen, letztendlich und unbedingt jetzt eine Antwort zu haben. Einfach fließen lassen. Das ist wichtig. Und wenn ich etwas tue, was mir richtig Spaß macht in meiner Freizeit, dann ist klar, dann kommen die Ideen. Ne? Dann kommt auch die Energie, so wie die Energie bei mir kommt und ich dann jeden PC zum Erliegen bringe. Bursch, ja, so sieht's aus. Ja, das wird ja letztendlich natürlich ein heftiger, auch ein stressiger Dezember, da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Wer am 23. noch meint, er müsste alles besorgen, der sollte sich geistig darauf vorbereiten, dass die Geschäfte extrem voll sein können. Und natürlich wirklich denen, die im Einzelhandel sind, boah, denen wünsche ich so viel Kraft und so viel Nerven. Ich war jahrelang im Einzelhandel und ich weiß, was das Weihnachtsgeschäft bedeutet. Die es nicht wissen, da sage ich einfach, habt einfach Verständnis, weil man läuft auf der letzten Rille im Weihnachtsgeschäft. Weil ihr müsst euch vorstellen, da sind ja auf einmal ganz viele, die ganz viel brauchen und hier noch was brauchen, da noch was brauchen. Für die Feiertage, die Lebensmittel und. Da ist ja wahnsinnig viel zu organisieren. Auch zum Beispiel an einem Nikolausabend und. Also das heißt, es ist ja alles mehrfach da in den Geschäften. Und da ist wirklich, da ist Stress angesagt. Ne? Weil jeder will das schönste Paket mit nach Hause nehmen, was auch verständlich ist. Aber da braucht man manchmal auch ein bisschen Geduld und eben Verständnis für die hinter der Theke stehen. Ja, also das lag mir jetzt gerade noch mal so auf dem Herzen. Vielleicht, weil ich eben
jahrelang Weihnachtsgeschäft mitgemacht habe. So, jetzt gucken wir mal noch, was wir für ein Krafttier kriegen für den Dezember. Mhm. Wow, im Dezember zieht auch die Liebe ein. Oh, das ist gut. Ich mache die Tür auf. Ich setze mein Wichtel vor die Tür. Also im Dezember zieht auch die Liebe ein. Die Liebe, das ist wirklich so eine sehr, sehr schöne Energie, dass vielleicht wirklich, also einmal die Beziehungen sich wieder festigen, ja, und eben, dass viele einen Partner kennenlernen. Kann ja auch über eine Weihnachtsfeier sein oder ne, wie auch immer. Wenn das so sein soll, dann kommt das dann auch. Wenn ich offen dazu bin. Ne? So, wir gucken mal. Wow. Ach, mich freut das dann immer so. Das Glühwürmchen, die magischen Momente. Und genau das ist es. Die Magie, den hatten wir hier. Da ist das Singen. Die Magie zu spüren. Die Magie anzunehmen. Und eben habe ich ja auch hier gesagt, ne, diese Dankbarkeit. Sei dankbar, wenn ihr wieder fühlen könnt und in ein Gefühl gehen könnt. Das ist wirklich ein großes, großes Geschenk. Da das Tal der Tränen ist vorbei. Und diese magischen Momente, das können ja ein paar Stunden mit Freunden sein. Diese Magie, nehmt es auf, weil es ist die pure Energie für euch. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Diese magischen Momente, die können auch schon beginnen in der Vollmondnacht. Wir haben ja zum Wochenende haben wir Vollmond. Und also bei mir ist das eben immer in der Woche davor. Ich möchte immer so viel schlafen. Ich kann aber dann nicht schlafen, weil... Na, der Mond zeigt sich so jede Nacht, wie schön er doch ist und wie groß er doch wird und ne, jeden Tag eben in diesem zunehmenden Zustand ist. Und dann zeigt er sich eben immer, und das sind ja auch magische, schöne Momente. Und dieses wirklich wahrnehmen und die Wünsche nach oben zu geben und das, was ich loslassen möchte. Rausschreiben, verbrennen, zum Beispiel zur Vollmondnacht, wunderbar. Was wünsche ich mir auch in der Vollmondnacht, wirklich, nutzt diese Kraft des Mondes und diese Magie. Ach, das ist so schön. Ich gebe euch ganz, ganz viel von meiner Energie ab. Ich kann euch alle da versorgen, weil ich werde ja immer wieder versorgt von oben. Und da bin ich so in dem Vertrauen und da gebe ich gerne die Energie an euch ab. Die euch fehlt, kein Problem. Nehmt sie einfach von mir. Sehr, sehr gerne. Ja, meine Lieben, so sind wir durch, ne? Mit dem Dezember. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen tollen ersten Advent. Und ich habe gerade noch eine Botschaft bekommen. Mir verschlägt es dann immer die Sprache, weil ich erzähle dann gerade was, will zum nächsten Satz und dann kommt dann da mal eben von oben etwas. Ne? Also nochmal, diese Adventzeit und lasst euch nicht beirren von den Szenarien. Es wird ganz, ganz viel hochgespielt, wo ihr wirklich drauf achten solltet und die Achtsamkeit haben solltet. Ist auf Mutter Erde und ja, schaut einfach mal auch bei Petitionen, guckt da einfach mal nach, dass ihr da auch wirklich unterstützend seid und seid wirklich achtsam und pflegsam mit den, ja, mit der Umwelt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ansonsten wünsche ich euch magische Momente. Und geht wirklich in eine gute Energie hinein, in die Energie nochmal mit der Liebe, dass das nochmal angehoben wird. Und ja, boah, Hammer, sehr, sehr schön. Und denkt dran, die Liebe kommt für die, die Single sind. Also macht die Tür auf, die Liebe steht vor der Tür. Und für die, die vielleicht durch eine Krise sind, hier durch das Tal der Tränen,
da ist wieder eine Verfestigung da und das ist auch toll. Ja, ich sage danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen und ich sage bis in 14 Tagen zu den Liebeslegungen und ansonsten zum Ende des Monats für die Januarlegung. Alles Liebe bis dahin und passt schön auf euch auf und bleibt alle gesund. Bis dahin, eure Birgit.